Ziel ist es, Fußballprofi zu werden. Einmal im Jahr lädt der kleine VfL Lüneburg den Nachwuchs der norddeutschen Bundesliga-Clubs zu einem großen Jugendturnier ein. Für Maxi und seine Kollegen heißen die Gegner statt Bleckede oder Badoweg dann Hertha, HSV oder VfL Wolfsburg. Klar, dass bei solcher Konkurrenz längst nicht alles nach Wunsch läuft. Gegen Wolfsburg gab es ein 0:3 und danach auch noch eine 0:1 Niederlage gegen Werder Bremen. Bei allem Ärger, Maximilian saß nüchtern. Wir haben ganz gut gespielt, nur man merkt halt noch, dass die richtigen Profiklubs halt noch viel besser sind. Der letzte Gegner hieß Hertha BSC. Einmal noch alles geben, aber nicht um jeden Preis. Denkt dran, dass wir hier nicht auf das Ergebnis achten. Spielt Fußball, kämpfen, die Ergebnisse sind völlig uninteressant. Bei der D-Jugend des VfL Lüneburg steht noch der Spaß am Spiel im Vordergrund. Auch für Maximilian. Dribbeln kann der 12-Jährige schon fast so gut wie sein Vorbild Thierry Henry. Ausgezeichnet, so will ich das sehen. Doch auch Hertha BSC Berlin war für den VfL diesmal noch eine Nummer zu groß. Dreimal verloren, einmal gewonnen. Der Trainer war trotzdem zufrieden, auch mit seinem Stürmer. Maximilian Beißer ist ein hervorragender Konterspieler. Er ist schnell, er ist dribbelstark, er ist schussgewaltig. Also er bringt alles das mit, was im deutschen Fußball eigentlich fehlt. Und mit gerade mal 12 Jahren hat Maximilian noch jede Menge Zeit, dazuzulernen. Und allen Grund zur Hoffnung, dass die großen Vereine irgendwann einmal sein Talent erkennen und der Traum vom Profifußball in Erfüllung geht.